dem Wettbewerb. Wir möchten einen sehr, sehr lauten Applaus hören für den allerersten Poeten, der hier auf die Bühne kommt. Wir möchten noch darauf hinweisen, dass dieser Abend hier videotechnisch aufgezeichnet wird. In diesem Sinne ist es natürlich unglaublich wichtig, dass das Ganze auch cool aussieht für die Außenbetrachtenden dann. Deshalb möchten wir den tosendsten Applaus, zu dem ihr fähig seid. Weil der so gut aussieht. Der tosendste Applaus. Der tosendste Applaus sieht gut aus und hört sich auch gut an. Und der Poet, der auf die Bühne kommt, der kann zumindest reden und ist ein wunderbarer Mann. Er kommt aus Regensburg und der erste Poet hat es immer am aller schwierigsten. Deshalb klatscht ihn hoch, so laut wie es euch überhaupt nur möglich ist. Macht ganz, ganz viel Lärm für den aus Regensburg kommenden großartigen Thomas Spitzer! Servus. Mein Name ist Thomas, ich bin so eine Art Tim Bensko und hässlich und es ist meine Ehre, euch heute hier einzureiten. Edred hat vorhin gesagt, dass er nie Völker getroffen hat, sondern nur Menschen, aber ich glaube, er war noch nie in Ostbayern. Auftritte in Ostbayern sind manchmal ein bisschen strange, da steht man dann vor 200 Menschen, die alle Geschwister sind. Der Stammbaum ist ein Kreis, was auch praktisch sein kann, ja, so an Weihnachten, wenn man nur ein Geschenk hat und Onkel und Schwester was schenken will, zum Beispiel. Mein Text heißt, wenn alles anders wäre, Prequel, wenn alles ein bisschen anders wäre, Sequel, wenn alles anders wäre, versus Predator und der Feuerkelch. Auf Schweizerdeutsch ist es, glaube ich, wenn alles Epsbitzeli anders. Ha. Vielen Dank für diesen einsamen Klatscher. Warum sind die Dinge genauso, wie sie sind? Alles könnte ja auch komplett anders sein. Dann sähen Politiker aus wie Menschen und nicht wie böse Zauberer in einem Disney-Film. Facebook wäre sozial, Mode wäre schön, Sozialpädagogik wäre ein angesagtes Berufsfeld. Was, du hast Sozialpädagogik studiert? Krass. Ich habe gehört, da kann man richtig Asche mitmachen. An der Stelle beschweren sich immer so ein paar Sozialpädagogen, die sagen dann immer so, hey. Das ist voll das schwere Studium. 5 Jahre lang Mandalas ausmalen. Richtig kompliziert. Alles wäre anders. Geld wäre wirklich nur bedrucktes Papier und Mathematik verboten. Man müsste nach Mexiko fliegen, um dort unter der Erde mathematische Formeln zu kaufen. In einem Meth-Labor. In der Schule hingegen müssten die Kinder den ganzen Tag Drogen nehmen. Ecstasy schmeißen, Blech rauchen, Kröten lecken, das volle Programm. Und die Kinder würden sagen, ich will keine Drogen nehmen. Ich will raus in die weite Welt, nach Bangladesch, T-Shirts nähen und mich selbst verwirklichen. Und die Eltern würden sagen, nein! Bevor du deine Drogen nicht genommen hast, bekommst du gar nichts. Deutsche würden in die Schweiz fahren, um einzukaufen. Schweizer würden nach Deutschland kommen und sagen, mein Gott, was habt ihr für einen tollen Käse? Und man würde jedes einzelne Wort von dem, was sie sagen, verstehen. Es klänge nicht wie ein Xylophon, das die Treppe herunterfällt. So, chn, 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 chn. Ich habe letztens Steffler Chef gehört. Ich dachte erst, es sind afrikanische Klicklaute. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Wenn alles anders wäre, würden Bäume harzen mit TZ. Also harzen muss ich kurz erklären. Also ein Harzer für einen Deutschen ist jemand, der richtig wenig Geld hat. Also ein Harzer für einen Deutschen ist so wie ein Deutscher für einen Schweizer ungefähr. Bäume wären richtig faul. Die würden den ganzen Tag nur rumlungern. Und wenn man sagen würde, hey Baum, such dir mal einen Job, würden sie antworten, hast du Blättchen? Trauerweiden würden sagen, hat doch eh alles keinen Sinn. Pappeln würden sagen, ein Glück, dass ich weiß und privilegiert bin. Büsche würden sagen, ich bin ein Busch, ich mache Geräusche, Busch, 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 Busch. Im Fernsehen würden sie Kakerlaken mit pürierten C-Promis einreiben. Den Kakerlaken stünde der Ekel ins Gesicht geschrieben. Aber sie müssten dadurch, um die Alimente zu zahlen. Und alle großen Städte hätten ein Problem mit Panda-Bären-Babys. Das wäre eine richtig süße Plage. Die Leute würden sagen, komm, lass uns zum Italiener gehen. Ich habe gehört, die räumen in der Küche ihren Müll nicht weg und haben Panda-Bären.
da müssen wir mal einen Kammerjäger vorbeischicken. Und Kammerjäger wären dann so kleine Mädchen, die Fotos mit ihrem iPhone machen und dabei rufen, nein, ist das sweet. Generell würden die Leute keine Fotos von sich selbst machen. Statt Selfies wären Otheries, der letzte Schrei. Also Fotos von allen anwesenden Menschen außer einem selbst. Also ganz normale Fotos. Wenn alles anders wäre, würden Bienenblüten Sex am Beispiel zweier fickender Menschen erklären. Bienen wären richtig versaut. Sie würden mit kleinen Dildos durch die Gegend fliegen und Blumen mit Handschellen fesseln. Der Frühling wäre die ekligste Jahreszeit. Er hieße nicht mehr Frühling, sondern 50 Shades of May. Nervös wäre das neue cool. Ich wäre sowas wie der coolste Mensch auf dem ganzen Planeten. Ja, Leute würden auf mich zeigen und sagen, krass, schau mal, wie der zittert und schwitzt. Und das, obwohl er in so einer Stresssituation ist. Mann, der hat Nerven. Und Leute wären richtig nett. Die Frau in der Kauflandkasse würde nicht fragen, wie der Einkauf war, weil sie das vertraglich muss, sondern weil es sie interessiert. Und man würde nicht etwas antworten wie, naja, geht so, war halt ein Einkauf, kennst du einen, kennst du alle. Sondern, scheiße, war dieser Einkauf geil. Das war der Einkauf meines Lebens. Schon bei den Eiern dachte ich, das könnte der beste Einkauf meines Lebens werden. Aber dann hat das Schicksal immer noch mal einen draufgesetzt. Mit dem überteuerten Spüli und dem überteuerten Shampoo und den Boulevardblättern, die doppelt so teuer sind wie das Klopapier, weil die Scheiße schon drin ist. Vielen Dank. Wenn alles anders wäre, wäre dieser Text hier richtig schlimm, aber die Performance, hui, ihr macht euch keine Vorstellungen. Die Nachbarn würden die Polizei rufen, weil es ihnen zu leise wäre und die Polizei würde mich spontan verhaften, weil es ihnen zu dope wäre. Alle hätten einfach eine richtig gute Zeit und darum geht es doch. Vielen Dank. Aus Regensburg, Thomas Spitzer. Ja, liebe Jury, geht mal kurz in euch. Ich war übrigens schon mal in... In dir? In Ostbayern. Wow. Kommt wieder raus, wow. Liebe Jury, kommt wieder raus. Zeigt uns die Noten in... 5, 4, 3, 2, noch nicht, noch nichts. Alle gleichzeitig, alle gleichzeitig. Jetzt! Okay. Du warst zu früh. Ich lese von links nach rechts, sehe ich eine 8,4. Eine 9,0. Eine weitere 9,0. Wie gesagt, liebes Publikum, ihr dürft das kommentieren. Wir haben eine 7,5. Sehr schön. Wir haben dafür aber auch eine 9,6. Und das macht summa summarum 26 Punkte. Und einen Applaus für Thomas Spitzer. Ja, genau. Liebe Jury, an dieser Stelle